Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf unserer Black River Map und ja, machen erstmal das Holz und dann schauen wir weiter. Ich bin gerade am Überlegen, meine Heu- und Silageproduktion ist viel zu groß für das eine Ding hier. Ich baue ein zweites daneben an. Ich gucke mal, ob es passt. Der Anhänger muss weg. Tiere, Schafe. Der war das, wa? Ja. Halt. Wir müssen nach hier. Der könnte so passen. Da können wir andere Seite beliefern. Dreh mich mal. Und wir können hier immer noch die Dings abholen. Das Stroh. Die Wolle. Ja, mache ich. Überlappt mit einem anderen Objekt. Der Anhänger muss weg. Alles klar. Steht auf dem Plan. So. Wir wollten nach der Wolle gucken. Nach dem Holz. Voll. Dann machen wir hier. Sägewerk. Erste Sägewerk. Und die andere Hälfte geht dann bei den Dings mit rein. So, Ladungssicherung ist wieder für Profis. Oh, wir sollten mal wieder die Dings abholen. Die Hackschnitze. So. Und viel Spaß. Hat sich ja gelohnt. Hat sich ja gelohnt. Na, dafür rangiere ich jetzt nicht. So, alles drin. Jetzt ist hier voll. Du kriegst dann nächste Runde was. Okay. Dann bitte wieder an den Wald. Danke. So, jetzt brauche ich die Plattenanhänger. Kannst du den Anhänger wegnehmen? Oder hast du die falsche Kupplung dafür? Gut. Hier kannst du hier gleich auffüllen. Da war doch gerade. Jetzt. Okay. Ich kaufe das denn gleich. Bauentiere, Schafe. Der. Hier war. Überlappt mit einem anderen Objekt. Mit welchem Objekt denn?
Ach, der Schafstall geht bis darüber. So. Halt. So. Gut. Ach so, ich brauche ja noch Tiere. Warte mal, warte mal. Erstmal füllen wir das Wasser auf. Ach so, Wasser geht ja nicht ohne Tiere. Ich mach's direkt. Bentheimer Schafe, da. Kostet mich 10 Riesen. So. Und jetzt müsste ich doch Wasser einfüllen können, wollte doch schon sagen. So. Und jetzt besorgen wir denen mal ganz schnell Futter. Aber erstmal mache ich die Schränke. Oh, warte mal. So. Kann ich den Unimog nehmen? Da kann ich den Unimog für nehmen. Nee, halt, Schränke. Da. Genau. Hä? 6? Ach, das ist ihm wieder zu nah. Warte, dann machst du jetzt den. So. Und einer muss vorne hin. Genau. Die bringst du jetzt bitte zum Supermarkt. Okay. So. Jetzt hole ich den Unimog. Muss ja von beiden jeweils 1500 einladen. Den brauche ich hier noch nicht. Wenn ich die flache Dings nehme, sind das ja genau 1500, oder? Oh! Konfigurieren. Genau, Kapazität 1500. Passt. So.
Gejaule. Halt! Ach, jetzt bin ich hinten rausgefahren, wa? Vielleicht geht es den Schafen richtig gut. Wir haben eine ganze Wiese und wollen noch mehr Futter machen. Also. Du bekommst Danke. So, genau. 3000 passen rein, also 1500 von jedem. Sieht doch gut aus. Jetzt hätte ich gerne noch Heu. Ich glaube, das war sowieso eine blöde Idee, weil beim nächsten Mal müssen wir nicht exakt 1500 nachfüllen. Also. Also hat sich es dann schon wieder erledigt mit dem exakten Abmessen. So. Sind beide voll. Okay. Ja, würde ich behaupten. Die vermehren sich jetzt selber. Die brauchen das noch nicht. Gut. Hä? Ich habe gar nicht auf Minus geschaltet. So. Wo parkt eigentlich der Unimog? Parken 1, okay. Pass mal auf, mein Freund. Parken 6. Dann parkst du ab heute hier. Ja. So. Ja, ich mache das jetzt so. Mir kann nichts leichter sehen, da muss ich mir das nicht merken. Der Unimog kommt nach Hofparkplatz. Unimog und Bing. Danke. So. Jetzt hatten wir die Schränke fertig am Supermarkt. Der ist hier. Ja. Ich sehe, was du meinst. Hat doch sonst immer geklappt, Freundchen. Jetzt kein Bock mehr, oder was?
So. Ab nach Hause mit. Warum Parkplatz 1? Hast du noch gar keinen Parkplatz bekommen? Okay. Na, ist auch egal. Du machst jetzt als nächstes die Hundehütten. So, wie geht's dir? Wollen wir gleich einen Baum mitnehmen? Sollte jetzt einfach sein. Jetzt ziehen wir den zur Seilbahn. War das der Baum hier? Ja. Warte mal, die musst du aber ein Stück in die Richtung drehen. Genau. So. Da haben wir nämlich gleich das erste Holz unten. Damit kommst du her. Hallihallo. Stopp. So, also. Hä? Ja, ja, zu schwer. Aber du sollst die einsammeln. Ah, jetzt, ja. Und du auch. Mir noch ein Stück rüber. So. Warum kannst du den nicht? Ah, zieh mir nicht, der ist zu weit weg. Ah, jetzt. Gut. Oh, ich stelle mich mal lieber woanders hin. So. Und? Halt, da kommt der Zug. Hä? Ich war an der Tasse gar nicht dran. Die Kettensäge holt man mit der Taste 1. Ich war die ganze Zeit auf der Taste M. Und von M außersehen die 1 zu drücken. So, na wunderbar, haben wir wieder Holz. Ist sogar genug Holz, um auf den, in den nächsten Monat zu kommen.
Weil wir ja eigentlich nur... Eigentlich müssen wir gar nichts auffüllen. Der ist voll. Der kann ein bisschen gebrauchen. Ja gut, hier. Da machen wir jetzt die drei Stämme rein und dann hat sich die Sache. Wir wollten jetzt den blauen. Ah ne, warte mal, wir können den hier nehmen. Kartonrollen? Sind denn nur zwei, oder? Ja. Genau. Da reicht ohne Anhänger. Gut, sind wir schon wieder reif für den nächsten Monat. Aber ich werde vorher noch die Hackschnitze machen. So, Kartonrollen gehen Lislock und Supermarkt. Ah, machen wir einen Supermarkt. Der hat ja eben nicht funktioniert. Also, neuer Versuch. So, ich hätte jetzt gerne einen Traktor. Jetzt kommt wieder mein Lieblingsspiel. Hackschnitze aufladen mit der Fräse. So. Jetzt brauchen wir noch einen Freiwilligen, der die Hackschnitzel auflädt. Reicht der? Oder nehmen wir den Großen? Abstand ist. Ich fange diesmal in etwas größerem Abstand an. Nein. Also etwas näherem Abstand. Und Supermarkt kommt schon wieder Geld. Abstand wieder nicht. Vierhundertsechzigtausend. Wir haben gleich die halbe Million zusammen. Wie lange haben wir bei der ersten Staffel, wo es wirklich ums Geld ging, für eine halbe Million gebraucht? So.
So. Wir waren fertig, wa? Ja. Okay. So, wie viele Hackschnitzel sind es? Naja, 10.000. Da hätte doch der andere Anhänger gereicht. So, mal gucken. Du wirst das Zeug abladen. Da. Bauernmarkt. Hab ich den Bauernmarkt schon? Da. Kein Weg gefunden zum Bauernmarkt. Ach ja. Na gut, fertig. Was brauchen wir jetzt noch? Du produzierst. Metall läuft. Hundehütten. Hundehütten brauchen wir noch. Da haben wir gesagt, reicht ein LKW ohne... Achso, der hat jetzt die hier geholt. Oh, wusste ich das doch. Irgendwo muss ich einlenken. Hey, was hampelst du hier so rum? Es gibt eine neue Erfindung, nennt sich Federung. Verbessert die Bodenhaftung. Aber da nicht immer so rüberhoppelt. Stopp. Hundehütten. Da sind sie. So. Irgendeiner kriegt eine halbe Hundehütte. So, wo gehen die Hundehütten hin? Wahrscheinlich zum Silver Run Market. Ja. Fahre mal bitte zum Silver Run Market mit Paletten. So. Mache die Holzbalken noch? Braucht man eigentlich nicht. Weil hier wird ja mit langen Brettern gearbeitet. Und die werden hier geliefert. Ja, da können wir die Holzbalken eigentlich abholen. Das machst du. Bauernmarkt. Der hat abgeladen. Dann ab nach Hause. Was will der Bauernmarkt eigentlich mit Hackschnitzel?
Aua. Ah, mein Augenmaß lässt mal wieder zu wünschen übrig. Wollte ich jetzt mit dir? Ach ja! Die langen Bretter. So. Zweiter Holzbalken auslagern. Genau. Willst du nicht? Mist. Dann geht das jetzt wieder los. Da bringt's was, wenn ich direkt reinfahre. Vier. Okay. Haben wir. So, shop, 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 shop. Rein hier. Und mal gucken. Holzbalken. Auslagern. Ja, hat nicht geklappt. Aber okay, wir können es probieren. Dann muss ich jetzt rückwärts hier reinfahren. Na. Ein Stück weiter vorne. Und noch den da hinten. Ja. Alle aufgenommen. Sehr gut. So. Die Holzbalken. Da. Baustelle. Okay. So, und in der Zeit schauen wir beim Silver Run Market. Nee, der war hier. Doch, der war hier. Tschüss. So, steht doch irgendwo einer rum, der sich langweilt. Nö. Sind alle on duty. Okay. So, warte mal. Ich helfe dir mal. Damit wir hier nicht mehr zu lange brauchen. Wir haben nämlich schon wieder überzogen. Völlig überzogen, diese Sendung. Go. Zack, 500.000 voll. Ja, und damit würde ich dann einfach sagen, wir sind fertig für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure liebsten Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you. Na? So, jetzt. See you later.